Leute, willkommen jetzt endlich zu meinem allerersten richtigen Tekken Let's Play. Und wie man hier sieht, ich hatte hier schon mal so eine kleine Let's Play Tekken Testwelt. Die ist leider schief gelaufen, da wir so kacke gespawnt sind. Also kackerer ging's nicht. Das Ganze nennen wir erstmal Let's Play Tekken. Survival, lass mal alles. Hier hinten, lass mal auch alles. So. Dann kreaten wir die Welt mal. Kreaten. Ja, wir können im Superdeutsch. Ja, und ihr kennt ja auch alle mein fucking Kack-Intro. Deswegen wäre ich jetzt ein bisschen... Oh, cool. Cool gespawnt. Deswegen wäre ich jetzt auch ein bisschen aussetzen mit dem Video hochladen. Und wer mich um mein Intro jetzt ein bisschen kümmern. Ich werde auch schon Videos hochladen und so, weil ich muss halt das Kack-Intro hinmachen. Ja, ich lasse das Intro einfach weg. Das ist so kacke, das will keiner sehen. Das werden die mal ich sehen. Ich frage mich wirklich manchmal, wieso habe ich überhaupt ein Intro gemacht? Es gibt wirklich so viele Momente, wo ich mich frage, wieso habe ich so eine Scheiße überhaupt gemacht? Und ich muss kurz gucken, wie viel FPS ich hier habe. Ah, 16, okay, das ist sehr niedrig. Ja, falls manche noch gar nicht wissen, was Tekken ist. Tekken ist eine Zusammenstellung mit sehr vielen Mods. Kann man ja auch gut sehen. Hier, keine Ahnung, hier, die ganzen Maschinen. Solarpanel, Wattermühle, Wattermühle. Nee, eine Wassermühle, Geothermalgenerator und so weiter. Ja, ich schlag vor, wir basteln uns auch hier irgendwo ein Haus hin. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo aber erst. Nee, wir haben ja Zeug hier schon. Oh, ordentlich ein schöner Wald. Ach, das ist schon mal wieder schön. So ein ordentlich großer, schöner Wald. Alter, so viele schöne Schafe. Es freut mich richtig, diese Welt. Nicht so wie die erste Welt, wo wir auf so einer fucking kleinen Insel gespawnt sind. Und null Bäume hatten oder irgendwas. Also, das ist Survival Island schon. Jetzt gucke ich mal, was hier ist. Oh, richtig nice, sehe ich gerade auf der Minimap. Richtig nice. Erstmal hier ein paar rote Rosen, aber nein, das ist jetzt nicht richtig nice, sondern richtig nice ist erstmal, lol, Uranium an der Oberfläche. Welche Höhe sind wir? Oh, ein neuer Rekord. Höhe 64. Das hat die liebe Forelle noch nicht geschafft. Boom, ich habe die Forelle getoppt. Erstmal ordentlich in die Hände klatschen. Ja, wir haben die Forelle getoppt. Ja. Das gibt mir einen Forellenbonuspunkt. Der Forellenbonuspunkt. Ja, ist ehrlich, Uranium an der Oberfläche. Das habe ich echt noch nie gehabt, also. Für 63 oder keine Ahnung, was es war. Doch, das war das 63. Oh, scheiße, das hat die Forelle schon gehabt. Nee, natürlich hat sie das ohne gehabt. ich gucke mich erstmal um. Oh, jetzt habe ich den Timer gar nicht im Blick. Okay, ich nehme noch nichts auf. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen, okay. Die Monster habe ich erstmal ausgemacht. Okay, okay, okay. Da können wir uns erstmal umgucken. Oh, ich bin ja auch so schlau. Und laufe wirklich ohne Zeug, ohne alles hier einfach mal in eine Höhle rein. Ist ja auch klug. Einfach mal ohne alles in so eine Höhle reinlaufen. Oh, Alter, ich bin so dumm. Ich komme hier nicht raus. Okay. So, jetzt erstmal hier rote Rosen mitnehmen. Weil die sind richtig nice. Oh, Alter, die Fresse, Kuh. Ne, Enderman noch. Zumachen, zumachen, zumachen. Schnell, schnell, schnell. Scheiße. Da kommen immer neue Risse. Oh, oh, uncool. Gut, die sind weg. Gut. Weil solche Risse sind wirklich richtig uncool. Zumindest wenn ein Monster anhat, spawnen dort Endermans raus. Und das ist richtig uncool. Vor allem, weil die können sich ja auch vergrößern. Alter, wie viel FPS? Alter, 20 Grad. Ich hab einen Mega-PC, geht das so?
Ja, falls ich manchmal ins Mikro atme, schreibt's einfach in die Kommentare und wenn, dann entschuldige ich mich erstmal dafür. Okay, was ist hier? Oh, ich gucke mich die ganze Zeit nur um, aber setz da mal ein Crafting Table oder so. Ja, ich will ja erstmal eine schöne Stelle für ein Haus finden. Oh, hier ist Marmor schön. Schön, schön, schön. Alles so schön. Diese Welt ist so schön. Aha. Ist das eine Schlucht? Alter, so viele Höhlen hatte ich ja in Tech noch nie. Aber das ist ja so schlau, dass ich erstmal dumm rumlaufe und nichts mache, ja? Das ist schlau, richtig schlau. So muss man in Tech immer vorgehen. Das hätte ich auch überlebt, wenn ich dort reingegangen wäre. Alter, wollen die mich verarschen? Was ist das für eine geile Welt? So eine geile Welt hatte ich ja noch nie. Ich habe kein Seed oder so eingegeben. Ich muss bei mir auch mal hier das Licht im Zimmer anmachen. Oh, geil, Wüste. Wüste, Wüste, Wüste. Wüste. Oh, geil, ich glaube, wir bauen so echt gleich ein Haus in der Wüste. Wüsten sind richtig nice. So ein Haus in der Wüste? Das ist richtig geil. Also nur wegen Strom und so, ja. So. Boom! Ich war gerade planlos am Ende, was ich jetzt mache. Nein. natürlich nicht. Ich schnaufe schon wieder, glaube ich, ins Mikro, weil ich Schnupfen habe. Ich habe wirklich einen Horrorschnupfen. Der Horrorschnupfen. 1000. Das klingt ohne schlecht. Der Horrorschnupfen. Der Horrorschnupfen. Da setze ich mir gleich mal Waypoint. Und den ganzen Waypoint. Nehmen wir mal. Waypoint. Add. Den nennen wir einfach mal Häusel. So. Okay, da ist so eine fucking scheiß Dimensionaldoor, wo ich nie in meinem Leben reingehe, weil ich die Dinge einfach abnormal hasse. Weil wenn man dort einmal drin ist, ist man entweder, sind dort Fallen. Oh komm, ich gehe dort rein. Ich habe jetzt Bock. Irgendwie, ich hab gerade schon wieder die Uhr aus dem Auge verloren. Oh komm, wir beenden die Aufnahme hier drin. Ich hab Angst. Alter, ich hab so einen fucking Angst. Dass die Richtung eine Falle ist. Ich will einfach nur hier raus wieder. So. Wieder in der normalen Welt. Dann beenden wir die Aufnahme wohl doch in der normalen Welt. Weil ich einfach nur fucking Angst hab. Nee. Das ist wirklich so, diese Dinger dort sind wirklich abnormal scheiße. Ich hab schon so oft das Wort abnormal verwendet. Abnormal. Oder ich das was erste Mal. Keine Ahnung. Ich habe Alzheimer. Boah, das dauert so scheiß lange. Jetzt mache ich mit dem ersten Eisen, was ich finde, mache ich mir sofort Diamond Pickaxe. Nee. Ja, vor allen Dingen der Diamond Pickaxe mit Eisen. Nee, eine Kettensäge, damit ich hier den ganzen Wald rohen kann. Ausrotten kann. So, nice. Jetzt noch mal den Apfelort einsammeln. Also ein bisschen Holz. Ja, und da können wir uns auch schon gleich ein bisschen Zeug machen. Erstmal mit Koppel abbauen. Koppel, ja genau, Koppel. Nee, Koppel abbauen dann. Am Anfang immer Holz machen. Holz ist so cool. Ach, Alter. Schon so dumm. Nicht, dass ich im Real Life dumm wäre. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin wirklich nie Real Life dumm. Ich bin schlau. Ich bin so schlau wie ein Fuchs. Sind Füchse schlau? Boom, wir haben Flex Seeds. Kann ich auch andere Seeds? Ich bin auch nur normale. Gut, das reicht alles. Trotzdem will mehr. Mehr! Rasenmäher. Ja, und es wird Zeit, die Aufnahme zu beenden.
Und ich baue mir erstmal ein bisschen Koppel. Koppel, ich sag schon wieder Koppel. Ich hab Sprachfehler. Nee, es wird Zeit, die Aufnahmen zu beenden. Und deswegen, ich will die Aufnahme an einem schönen Ort beenden. Genau 11 brauchen wir. Wir haben 11, gut 11. Ach, hier ist ordentlich Kupfer drin. Oh, das gefällt mir schon. So, dann gehen wir mal gleich hier raus. So, raus hier. So, gehen wir zum Häusel. Und machen so einen schönen, so einen schönen kleinen Screenview auf der Workbench sehen, ja. So, boom. Ja. Ja, hier Rosen für die Welt. Oh, ich spucke rotes Zeug. So geil aus. Ja, zumindest wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.